Hi Leute, ich bin's wieder, euer David von Fahrrad XXL und diesmal stelle ich euch das neue Trek Crockett 5 vor. Wie wir sehen, haben wir es hier mit einem 28 Zoll Crossrad zu tun, bei dem der Radabstand relativ gering ist. So habt ihr ein besseres Wendegefühl auf dem Fahrrad. Jetzt aber auf den Rahmen. Der Rahmen ist von Trek, hat somit eine lebenslange Garantie, ist relativ leicht und besteht aus Aluminium, welches sehr gut verarbeitet ist. Zudem sind die Züge innen verlegt. Das optimiert zum einen die Optik, minimiert aber auch den Wartungsaufwand, da so kein Dreck an die Züge kommt, was bei einem Crossrad natürlich sehr optimal ist. Die Laufräder sind von Bontrager die TLR-Laufräder. Die haben ein gutes Rollverhalten, wie auch die Reifen. Die bieten nochmal den nötigen Grip im Gelände. Der Lenker, ebenfalls von Bontrager, bietet durch das Lenkerband den genügend Grip, um auch die Kontrolle über das Fahrrad zu haben. Und der Vorbau ermöglicht auch eine aerodynamische, sportliche Position auf dem Crossrad. So ist man auch schnell im Gelände unterwegs. Der Bontrager-Sattel federt auch Stöße mal von unten ab. Und insgesamt ist das Fahrrad in einem Schwarz gehalten mit türkisem Dekor. Das Schwarz optimiert natürlich auch nochmal das Verhalten. Wenn man Dreck auf das Fahrrad kommt, sieht man das nicht so schnell. Und man kann auch lange mit dem Fahrrad fahren. Vorne am Fahrrad haben wir die Trek-Gabel montiert. Die besteht aus Vollcarbon und federt durch die Carbon-Eigenschaften noch einmal eure Fahrt etwas ab. Das ist natürlich für ein Crossrad optimal. Angetrieben wird das ganze Fahrrad hinten von einem 11-fach-Schaltwerk der SRAM Rival 1. Das ist eine gute Komponente von SRAM auf jeden Fall. Und mit der Kassette habt ihr auch eine große Auswahl an Gängen, da die Zähne von 11 bis 32 sind. Vorne jedoch an der SRAM-Kurbel haben wir nur ein Kettenblatt mit 40 Zähnen montiert. Das sorgt dafür, dass die Kette nicht so leicht runterspringen kann. Trotzdem habt ihr noch mit den 11 Gängen genügend Gänge und ein breites Spektrum für das Gelände und auch schnelle Fahrten im Gelände. Geschalten wird vorne durch die SRAM-Schaltgriffe, da wir nur eine Schaltung brauchen, vorne am rechten Schaltgriff. Hier befinden sich auch die SRAM-Bremsen. Gebremst wird dann mechanisch die Tektro-Scheibenbremsen, das sind die Flat-Mount-Scheibenbremsen. Die bremsen auch bei schlechtem Wetter und bei Dreck auf jeden Fall euch ab. Das Trek Crockett 5 Disc ist ein optimales Crossrad und eignet sich vor allem auch für Rennen. Man kann es aber auch im Alltag fahren. Dieses Fahrrad gibt es bei uns schon für den Preis von 1.799 Euro. Wenn ihr es mal Probe fahren wollt, macht den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer Filialen. Oder bestellt es direkt unter fahrrad-xxl.de.